Hallo, ich bin Adrian. Ich mache Sachen kaputt. Ist mein Lieblingsintro. Man kann einfach sagen, na, ich werde dafür bezahlt. Es wurde schon ein bisschen was gespoilert, was ich so tue. Wir haben jetzt heute richtig viel, ich will nicht sagen Bullshit-Bingo, aber wir haben alle Bingo-Worte hatten wir jetzt heute schon mal durch. So, von KI, von Pentesting, von Security, Firewall, wir haben alles dreimal gehört. Es war auch richtig geiler Shit dabei. Was die wenigsten aber wirklich beachten, ist eben genau diese Komponente physische Sicherheit. Wir nehmen mal ein Bild, wir nehmen wirklich jetzt ein Unternehmen, das hat die wichtigsten Ressourcen für Security. Wir haben Geld. Oh, viel danke. Und wir haben Manpower. Das heißt, ne, wir haben ein Unternehmen, das hat richtig Geld und kann sich richtig verteidigen. Wir sagen, es ist ein großes Unternehmen, TISAX zertifiziert. Automotive, ne, die haben ein Level, die müssen was können. Wir haben noch eine ISO 27, einfach aus Trotz, weil wir es können. So, die haben Prozesse, die können was. Wie komme ich da an der Firewall vorbei? Wie greife ich da an? Gar nicht. Ich laufe durch die Lieferantentür beim Rauchen. Es ist kein Spaß. Also wir nehmen jetzt diesen Konzern, die sind wirklich groß, viele Standorte, 3000 plus Mitarbeiter, easy. Die physische Sicherheit, wie lange brauche ich da drin? Wir reden von Prototypen. Das ist richtig teuer. Wir kriegen von ganz großen Automotives echt auf den Deckel, wenn sowas geklaut wird. Die Anforderungen sind, die Geschäftsführer dürfen nur in diese Bereiche rein, wenn sie sich 24 bis 48 Stunden vorher anmelden. Das heißt, das ist sicher. Wie lange braucht man, um so einen Prototypenkoffer für eine Viertel bis halbe Million da rauszuholen? Ich habe jetzt meine Zahlen angepasst, einfach nur wegen der Prinzessinnen-Wartezeit. 2,5 Stunden, 3 Tage oder 2 Wochen. Wer ist für 2,5 Stunden? Hey, cool. Wer ist für 3 Tage? Weniger? 2 Wochen? Okay, es waren 15 Minuten. Und wir reden von unvorbereitet. Ne? Wir sind reingelaufen mit, hi. Das war's. Also, guter Tipp, das wird völlig unterschätzt. Jetzt ist die Frage, was macht ein Hacker aus? Na, also so diese Angreifer. Ist es dann, ich bin vorbereitet. Ist es sowas? Brauche ich die coole Maske, ne, und laufe dann so rein? Nee. Ist es, wer kennt das Ding? Jeder. Okay, die 50%, die halt in der IT. Ne, mit diesem schönen Flipper, also hat uns dann auch geholfen, wir haben damit das halbe Unternehmen aufgemacht. Easy? Nein, macht's nicht aus. Physische Sicherheit beginnt mit dem Wichtigsten, einer wunderschönen Brezel. Die habe ich übrigens verteidigen müssen, ja? Also Kelly war kurz davor, hier reinzubeißen und das hätte fürs Bild echt ab, ne, das geht nicht. Ich nenne das Ding das Bayerische Hacking Toolkit. Wir reden davon, dass ich in Banken eingebrochen bin, physisch, indem man, ne, Vereinzelungsanlagen, man kann nur durch dieses Drehtor durch, um dahin zu kommen. Ohne Chipkarte kann ich da gar nichts tun. Außer, ich habe so einen Korb voll Brezeln. Hi, wer Essen bringt, ist nie böse. Man wird durch die erste Schranke gelassen, man läuft durchs zweite, da ist ein Fahrstuhl. Fahrstuhl geht nur mit Chipkarte und, ne, ja, aber mit so einem Brezelkorb, ne, da darf ich das. So. Ich war innerhalb von 10 Minuten in der IT. Also so als Tipp, da aufpassen. Im Gegenzug, was hilft richtig um Security, ne, für mein Unternehmen? Es gibt verschiedene Scopes, was ich machen kann bei physischem Pentesting. Ich kann sagen, ne, ich darf Sachen klauen, ich darf nur gucken, ich darf Social Engineering machen. Ich hatte, also mein wirklich geilster Pentest war einfach so ein, ja, mach, was du willst. So ein Kosmetikhersteller mit, ja, wir sind safe, aber mach, was du willst. Mach, was du willst, heißt, ich darf am Abend vorher mit einer Drohne drüber fliegen. Das heißt, ich darf gucken, wer ist der Wachmann, wie arbeitet der, was macht. Ich wusste sau viel über das Unternehmen. Richtig geil. Abends hin, Knipex, Zaun aufgemacht. Ich darf einbrechen. Ich wusste, da hinten ist eine Tür, ne, die ist nur angelehnt, da komme ich rein. Knipex, reingelaufen. Ich wusste, der Pförtner oder der Wachmann ist zu dem Zeitpunkt ganz am anderen Ende vom Campus. Easy. Wollt ihr einen Motivationsbeschleuniger kennenlernen? Lassie. Jetzt sagt man, ja, ITler sind ja eigentlich so ein bisschen faul und wollen sich eher weniger bewegen meistens. Ich war schnell. Also wenn man Hund hört und dann so, da ist die...
5-6 Sekunden, nachdem die Tür zugefallen ist. Motivation plus 10. Mache ich nicht nochmal. Ne, wir reden, ich sehe sehr, sehr viel. Ne, wir machen, weil er gerade gesagt hat, immer irgendwo kurz die Welt retten. Also nebenher, es wird gerade wirklich jemand angegriffen. Ich mache wirklich Krisenmanagement nebenher. Ich habe vorhin mit Europol telefoniert und BSI. Macht Spaß. Ich sehe im Jahr zwischen 50 und 80 Firmen. Jeder Couleur. Ne? Automotive, Kernkraft, irgendwelche Öffis. Ich war schon bei der Bundeswehr spazieren. Ich war schon, na, also wir gehen so durch alles. Es macht einen Riesenspaß, solange sie keinen Hund haben. Die beste... Nochmal, inzwischen gibt es wirklich, Fun Fact, es gibt, glaube ich, schwedische Gefängnisse, die benutzen keine Hunde mehr, weil Hunde lassen sich bestechen. Die haben außenrum um die Zäune Gänse. Gänse sind krass territorial und hassen alles. Das ist einfach genial. Lassie kriegt einen Snickers. Nee, egal. So, also wirklich die beste Verteidigung, die ich haben kann. Was hilft uns? Awareness. Na, einfach nur, dass jemand dasteht und sich denkt, wir hatten Spaß. Wir waren spazieren, wir waren 15 Minuten in einem Laden drin, easy. Ne? Zugriff auf alles. Rechnungen, Lieferantenlisten, Kundennummern, alles. Dann wird's lustig. Wir gehen ins HR. Wir hatten keine Ausweise, unvorbereitet. Wir sind einfach reingelaufen. Wir gehen ins HR, sagen der Dame, hi, wir müssten mal ihre, was war es, Seriennummer vom Bildschirm inventarisieren. Ja, nee, sie hat da jetzt gerade keine, sie ist im Call, das geht nicht. Ja, okay, machen wir später. Wir kommen wieder. Was ich nicht wusste, die Frau ist schwerhörig. Die hat eine Lichtschranke. Die hört, zwei Leute gehen rein. Die hört, ein Leute geht raus. Ich denke mir, ja, warte mal, was gibt's da? Mach die Schränke auf. Und mach vielleicht nicht besonders unauffällig Fotos von den Personalakten. Fand ich nicht witzig. Jetzt reden wir von einer Frau, sehr motiviert. Nennen wir sie Karin. Karin war sehr motiviert und hatte hundertprozentig einen Selbstverteidigungskurs. Wir reden wirklich so von 1 Meter mindestens 50. Also wirklich eine massive Gestalt. Also die stand in der Tür, die Tür war weg. Ne? Die stand da so und hat ja selber Puls wie Sau. Weil hier passiert gerade was, da ist wirklich ein Angreifer. Ne? Stellt sich da so rein, wo ist dein Ausweis? Ja, habe ich, alles easy. Ne? Dann nimmt man die Gefängnisfreikarte, holt das Handy raus, um zu zeigen, ja, Gratulation, du hast mich erwischt, Geschäftsführung, ne? Du bist hey. Nee. Karin war richtig aggressiv. Also die war on fire. Die war kurz davor so... Zum Glück kam mein Kollege. Mein Kollege, größer, breiter, den fand sie aber nicht so gefährlich. Der hat so nett gelächelt. Was sie aufgeregt hat, war, dass ich einfach so kacke ruhig geblieben bin. Sie hat am Tag drauf gesagt, sie war so aggressiv, weil ich so, ja, alles gut. Das war schlimmer. Also da bitte aufpassen. Jetzt gehen wir mal davon aus, das Ganze war jetzt ein bisschen abstrakt. Ne? Ich wollte was Tolles vorbereiten, wir hacken jetzt was mit dem Flipper, ich mache euch die Türen auf. Wer ist in McDreams? Sehse, wir sind in ganz vielen tollen Sachen. Jetzt funktioniert das nicht mit dem Flipper. Es gibt einen PIN. PIN ist irgendwie... Ne, Kacke. Das funktioniert für mich nicht. Ich kann euren PIN nicht... Ich kenne so Leute, die können... 7, 1, 4... Na, egal. Was habe ich gemacht? Ich habe vorhin freundlicherweise angerufen. Weil hat mir gesagt, ihr Zimmer ist nicht optimal. Wollen wir es uns mal anhören, wie leicht unvorbereitet es funktioniert, dass wir ein neues Zimmer kriegen? Hi, wunderschönen Tag. Ich habe eine kurze Frage. Meine Kollegin ist im Standort Leipzig in einem Zimmer. Nina. Okay. Die ist im dritten Stock. Ich weiß die Zimmernummer nicht ganz genau, sie hat sie mir vorhin gesagt, aber ich wollte fragen, ob es möglich wäre, dass Nina das Zimmer tauschen könnte. Warum? Aus welchem Grund? Es riecht sehr unangenehm aus dem Abfluss. Und deswegen hat sie auch heute anscheinend sehr schlecht geschlafen. Deswegen wollte ich das kurz nachfragen. Nur freundlich sein. In Leipzig? Genau. Und Zimmernummer, weißt du nicht? Nee. Aber Nina. Einen Moment. Also ich weiß dritter Stock, aber ich weiß die genaue Zimmernummer nicht. Das war vorhin da draußen. Also.
also. Okay, also ich kann ihr jetzt hier im Moment im 7. Stock ein Zimmer geben. Das wäre super. Soll man dann einfach, soll ich ihr dann sagen, dass sie von ihrem Zimmer im 3. Stock nach oben gehen soll heute Abend? Ja, okay. Dann ändere ich jetzt hier mal das Zimmer für sie. Okay. Und sie holt dann einfach nur die Sachen aus dem alten Zimmer ab und kann dann direkt in das neue Zimmer gehen. Die Seite in MyStay aktualisieren. Und dann sieht sie da die neue Zimmernummer und den Zimmercode. Okay, also einen neuen PIN kriegt sie dann vergeben. Oder kann ich es ihr kurz sagen? Vom neuen. Wie bitte? Soll ich ihr dann den PIN vom neuen Zimmer gleich, kann ich ihr denn gleich sagen? Also sie kann selber schauen in MyStay, wo sie das gesehen hat, nur einmal Seite aktualisieren. Und dann sieht sie alles. Ja, wir haben es vom Kollegen buchen lassen. Deswegen, ich weiß nicht, ob sie jetzt darauf Zugriff hat. Ah, okay. Auf dem Event. Okay. In welches Zimmer kommt sie denn im 7. Stock? Ein Moment. 4. Stock. Ich brauche ja noch den PIN. Das kann ich so heute Nacht nicht besuchen. So, Zimmerschlüssel. 7-0. 7-0, alles klar. Und das alte Zimmer war? Die 300... Alles klar, super. Nee, dann gebe ich ihr das gleich weiter, dann kann sie nach oben. Vielen herzlichen Dank für die Hilfe. Schönen Tag. Ciao. Das ist das Level. Ne? Also jetzt mal Datenschutz beiseite. Sie hat ein neues Zimmer. Ich hoffe wirklich für dich, dass es heute Abend nicht mehr so schlimm riecht. Aber wie leicht funktioniert sowas mit null Informationen, außer da hat sie eine Karte, LinkedIn anrufen, Ende. Nur so als das, als Giveaway, die Conclusio. Was brauchen wir am Schluss? Erstens, misstraut Leuten mit Brezeln. Bitte. Auch Kuchen. Delfine sind böse. Und besonders nette Menschen. Ne? Also wenn jemand so reinkommt mit einem, nee, ich will nur kurz helfen, misstrauen.